YouTube zensiert auch auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, was das für Auswirkungen hat für dich und für mich und was ich versuche ab sofort zu ändern. Denn der Zustand, so wie er ist, ist für mich inzwischen untragbar geworden. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Keine Angst, ich verschwinde nicht von YouTube, ich bleibe euch erhalten. Allerdings müssen wir uns heute mal darüber unterhalten, was YouTube hier inzwischen zulässt und nicht zulässt, gerade wenn es um aktuelle Themen geht. Es gibt auf meinem Kanal bisher 5 Videos, die komplett ausgeschlossen sind von einer Monetarisierung durch YouTube. Es gibt dazu noch 2 weitere Videos, die ausschließlich ab 18 erreichbar sind. Darunter gehört die Szene aus Mannheim, wo Ruven Lauer von Suleyman Atae attackiert wird. Sie ist unzensiert vorhanden auf meinem Kanal. Und ein Video, Kalifat England brennt. Dort ist es wegen Gewaltszenen. Dort habe ich gezeigt, wie Menschen mit Macheten über die Straße laufen. Und weil die Machete nicht verpixelt ist, ist dieses Video ab 18 eingestuft worden. Jetzt geht es hier allerdings noch weiter. Es geht nicht unbedingt darum, ob jetzt 2 Videos ab 18 sind oder ob 5 Videos generell ohne Monetarisierung sind. Es gibt jetzt hier ein ganz gravierendes Problem. Und zwar wird inzwischen jedes zweite Video oder sogar mehr von der Monetarisierung teilweise ausgeschlossen. Ich zeige euch hier mal ein Beispiel der letzten Videos. Die beiden Taylor Swift Videos sind eingeschränkt, die Briten in Haft, Polizei nur gegen rechts ist eingeschränkt, die Regierung finanzierte auch eingeschränkt, dann Arzt ist ein Mann, war 2 Tage aktiviert, ist jetzt eingeschränkt, die 34 Straftaten in 31 Monaten ist eingeschränkt, der Lockdown gegen Aufständige ist eingeschränkt und die Polizei sprüht Graffiti ist ebenfalls eingeschränkt. Was bedeutet das jetzt aber konkret? Für alle, die mich nur schauen, die wissen gar nicht, was bei mir im Hintergrund hier alles für Knöpfe sind zum Einstellen von YouTube. Allerdings müsst ihr euch mal einen Grundgedanken verinnerlichen. Wenn YouTube die Wahl hat zwischen verschiedenen Videos, die es dir zeigen kann oder die es dir vorschlagen kann, wird YouTube immer das Video nehmen, mit dem YouTube auch am meisten Geld verdienen kann. Denn ob du dir ein Video anschaust ohne Werbung oder mit Werbung, ist für YouTube am Ende entscheidend. Denn die Kosten für die ganze Infrastruktur von YouTube, damit wir uns ein Video anschauen können, ist für YouTube immer gleich. Wenn sie keine Werbung haben auf dem Video, dann muss YouTube quasi etwas dafür bezahlen, dass du und ich dieses Video sehen können, weil es ja Kosten verursacht. Wenn YouTube dann ein Video hat, was voll monetarisiert ist, wovon dann YouTube sich selbst einen Teil der Werbeeinnahmen nehmen kann, dann verdienen sie an diesem Video Geld, wenn sie es dir und mir zeigen. Wenn es dann noch eingeschränkte Videos gibt, dann werden die nicht so bevorzugt genommen wie die, bei denen YouTube ganz normal Geld verdienen kann. Um euch das jetzt mal in greifbaren Zahlen zu präsentieren, ich hatte noch nie ein Video, was über 1000 Euro Werbeeinnahmen generiert hat. Sowas gibt es, aber sowas hatte ich bisher nicht. Mein bestes Video war knapp über 500-600 Euro, soweit ich weiß. Natürlich war es eins zum Thema Nord Stream. Jetzt gibt es andere Videos, vergleichbar in der Qualität, vergleichbar in der Brisanz vom Inhalt. Und wenn dort die Werbung eingeschränkt ist, dann kriegt man für die gleiche Anzahl an Aufrufen am Ende auf einmal nur noch 15 Euro. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ob man hier quasi einen Mehrtageslohn, also 500-600 Euro, da hat man das Geld für mehr wie einen Tag verdient. Natürlich, das Video, das gibt einen Spielraum, das gibt einen Puffer, damit man dann auch mal 1-2 Videos wegstecken kann, die eingeschränkter monetarisiert sind. Jetzt ist es allerdings so, dass bei mir inzwischen ungefähr 60% aller Videos, die ich hochlade, von vornherein ausgeschlossen sind. Und das bedeutet am Ende, YouTube bezahlt mich nicht nur schlechte für diese Videos, sondern YouTube schränkt auch die Verbreitung ein und nimmt lieber ein Video, wo sie uneingeschränkt Werbung ausspielen können. Das bedeutet, du siehst die Videos gar nicht so einfach, obwohl ich einfach weiter meine Videos hochlade. Das sorgt jetzt zum einen bei mir für einen Umsatzeinbruch von 40%, weil die Videos inzwischen alle eingestuft werden. Das ist für mich zwar blöd, viel blöder ist allerdings, dass ihr die Videos weniger angezeigt bekommt. Jetzt müssen wir uns eine Lösung für dieses Problem überlegen. Für alle Videos, die eingestuft wurden, habe ich die Möglichkeit, bei YouTube eine Beschwerde einzulegen und dann wird das Ganze nochmal überprüft und zwar dann von einem Menschen. Vorher passiert hier alles automatisch aufgrund der ganzen Upload-Filter und Algorithmen.
Die Prüfer, die menschlichen Prüfer, kommen dann in 75% der Fälle zu dem Ergebnis, dass mein Video doch geeignet ist für eine volle Monetarisierung. Leider passiert das in der Regel 3 bis 4 Tage nach Veröffentlichung und dann sind quasi 95% der Aufrufe auf diesem Video gelaufen, für fast nichts an Geld, für fast keine Reichweite und dann sagt YouTube, ist doch alles in Ordnung, allerdings ist das Video dann nicht mehr viral. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu umschiffen. Ich lasse diese Themen einfach aus. Das ist für mich aber die schlechteste aller Optionen, denn nur weil YouTube meint, hier gibt es irgendwelche Algorithmen, die sich an etwas stören, soll ich Themen auslassen, das finde ich, das mache ich nicht. Dann habe ich die Möglichkeit, ich mache diese Videos nur noch für meine Kanalmitglieder. Jetzt müsst ihr wissen, ich habe nur 20 Kanalmitglieder. Ich sage Danke an jeden Einzelnen. Das hat jetzt in den letzten 4 Wochen einen Umsatz gemacht von 46,50 €. Ich bedanke mich dafür. Allerdings sind das gerade mal die Kosten für einen guten DSL-Anschluss. Das heißt, es ist völlig illusorisch zu erwarten, dass ihr alle Mitglied werdet für Geld bei mir. Das will ich auch gar nicht. Ich will euch gar kein Geld abpressen, sondern ich möchte das weiterhin hier machen und zwar kostenlos. Für euch kostenlos und YouTube soll daran am Ende auch über Werbeeinnahmen verdienen. Das Einzige, was ich jetzt quasi tun kann, ist, ich kann diese Videos hochladen und wenn sie eingeschränkt werden, mit der Veröffentlichung warten, bis die Prüfung von YouTube rum ist. Das werde ich wohl jetzt auch versuchen. Das wird aber in Zukunft bedeuten, dass manche Themen Tage nach dem Ereignis erst von mir veröffentlicht werden können, denn nicht nur das weniger Geld und die weniger Reichweite, am Ende sind es auch einfach weniger Abonnenten. Jetzt sind es in den letzten 90 Tagen bereits 95 Videos gewesen, wo meine Einstufung für YouTube hier nicht gereicht hat. Denn ihr müsst wissen, wenn ich ein Video hochlade, das kann ich euch mal zeigen, dann werde ich hier selbstverständlich gefragt, wie ich mein Video einstufe. Also für meine Werbeeignung muss ich dann hier angeben, gibt es unangemessene Sprache, Inhalte nur für Erwachsene, Gewalt, schockierende Inhalte und so weiter und so fort. Und das Ganze hat natürlich diverse Unterkategorien. Und trotzdem, dass ich da immer angebe, was im Video zu sehen ist, heißt es dann am Ende vom Algorithmus erstmal nein und 3-4 Tage später kommt der menschliche Prüfer und sagt ja. Das ist für euch blöd, für mich ist es auch blöd. Und vor allem, es schränkt die Reichweite ein. Und das ist das Schlimmste, denn es gibt hier Inhalte, die müssen einfach von viel, viel mehr Menschen gesehen werden. Das heißt, manche Themen werde ich jetzt erst veröffentlichen, wenn YouTube dazu sein Go gegeben hat oder nicht. Das ist jetzt etwas schade. Ich hoffe, dass es in Zukunft vielleicht etwas besser wird. Zusätzlich werde ich jetzt versuchen, ich mache ja fast ausschließlich Videos zur Innenpolitik, zur Rechtspolitik, zur Steuerpolitik, auf jeden Fall zur Politik. Ich werde jetzt versuchen, mehr wirtschaftliche Themen mit einzubauen. Ihr habt es gesehen die Woche, und zwar das Ende für Volkswagen zum Beispiel, wo es um die Autoproduktion ging. Denn wirtschaftliche Themen, die interessieren A, mehr Leute, B, sind sie meistens monetarisiert und damit erreicht der Kanal dann mehr Leute. Und ich umschiffe dann dieses schwierige Thema der Politik, wo es doch oft Willkür ist, warum manche Videos eingestuft werden oder nicht. So habe ich selbstverständlich zu dem Autoanschlag aus Köln am Montag ein Video gemacht, was allerdings bis heute nicht geprüft ist. Selbst die 2 Taylor Swift Videos sind ja bis heute nicht geprüft, obwohl das tagesaktuelle Themen sind. Das ist, was bei YouTube im Hintergrund passiert. Ihr seht es manchmal nur, wenn ihr dann irgendwann das Gefühl habt, okay, das Video habe ich gar nicht mitbekommen, ja, von meinen fast 100.000 Abonnenten, nimmt, wenn ich ein neues Video veröffentliche, YouTube 10% her. Das heißt, 10.000 Abonnenten bekommen dieses Video angezeigt, ausgespielt mit Benachrichtigung. Wenn davon ungefähr 1.000 Leute das Video gesehen haben und die ganzen Kennwerte, die es gibt, also wie lange schaut ihr das Video, gebt ihr den Daumen hoch, gebt ihr einen Kommentar, spult ihr nochmal zurück, schaut ihr was doppelt an. Wenn diese Kennzahlen gut sind, dann entscheidet sich YouTube, ist das Video gut oder ist das Video schlecht. Wenn das Video gut ist, dann wird es ausgespielt an viele und wenn es sehr gut ist, dann geht das Video eben auch viral. Wenn das Video schlecht ist, dann bekommen es noch nicht mal alle Abonnenten angezeigt. Das beste Beispiel dafür war hier zum Beispiel das eine Video am Reichstag, das Spezial. Einfach nur die Lichtershow vom Bundestag hat jetzt 6.440 Aufrufe und das bei 98.000 Kanalabonnenten.
Das kann nicht sein. Also ja, das interessiert vielleicht die Hälfte auf meinem Kanal nicht, was da für eine Lichtershow von Steuergeldern finanziert wird. Aber dass nur 6.440 Leute hier das Video angucken, heißt für mich am Ende, es hat noch lange nicht jeder angezeigt bekommen. Und das ist wirklich schade. Verdient habe ich damit zum Beispiel 17,72 € mit den 6.439 Aufrufen. Das ist alles andere als kostendeckend. Es hat so wenige Aufrufe bekommen und am Ende kann ich euch sagen, 218 Aufrufe kamen über die Benachrichtigung per Glocke und angeblich hätten 12.000 Abonnenten eine Benachrichtigung erhalten. Macht dann eine Klickrate von 1,8%. Das ist ein bisschen wenig, muss ich sagen. Aber wir arbeiten daran. Das Problem wird jetzt sein, dass ihr manche Themen vielleicht zeitversetzt bekommt, aber wenn die Einschränkungen nicht vorhanden sind, dann haben du und ich das gute Erfolgserlebnis daran, dass das Video dann teilweise 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal so viele Aufrufe erhält und damit vor allem die Informationen viral gehen. Das sollte jetzt heute nur mal eine Information zu diesem Kanal sein, damit vielleicht die ein oder andere offene Frage hier geklärt werden konnte. Wenn ihr wissen wollt, was ein YouTuber verdienen kann, nach oben No Limit, würde ich sagen, guckt euch Mr. Beast an, der verdient mehrere Millionen Euro im Monat. Aber ich habe euch gesagt, ich hatte 40% Umsatzrückgang und noch sitze ich ruhig auf dem Stuhl. Ihr könnt euch also vorstellen, dass es hier gar nicht so schlecht bezahlt ist, wie man das immer annimmt. Deswegen möchte ich mich auch nicht beschweren und möchte auch gar nicht, dass ihr alle Kanalmitglied werdet. Also selbstverständlich, wenn ihr das möchtet, tut das. Aber es gibt viele, die können sich nicht mal einen Euro leisten, irgendwo anders auszugeben. Und die möchte ich nicht von den Informationen abschneiden, um am Ende daran Geld zu verdienen. Denn normalerweise ist das Geld, was YouTube mir bezahlt, völlig ausreichend und völlig zufriedenstellend, wenn das Problem mit den automatischen algorithmischen Einstufungen hier nicht wäre. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere X und Telegram und hilf uns weiter, die Videos zu verbreiten. Damit ciao, bis bald.